Hier kommt Benjamin Blümchen. Oben die sieht man, mein Pimmel, oben die sieht man. Guten Flug. Ich habe ja vorhin schon unter dem Thema Das Leben ist kein Pausenhof angeschnitten. Auch wenn es natürlich viel Imagination beim Publikum verlangt hat, dass ich kein sonderlich schönes Kind war. Und auch fett. Und dass ich bei den Bundesjugendspielen sehr gelitten habe. Aber es gab eine Veranstaltung, die noch viel, viel, viel schlimmer war, weil sie brachte zwei Dinge mit sich. Sie war viel häufiger und man war nackt. Ich meine den Schwimmunterricht. Ich habe, wie wahrscheinlich viele hier, schwimmen gelernt im Zentralbad Gelsenkirchen, dem Fußpilzbunker. Und die Herausforderung als junger Schwimmschüler war es ja, weil der Schwimmunterricht zu einer Zeit einsetzt, in der der Körper sich in der Umstrukturierung befindet. Das heißt, auf einmal wird man ja zu so einer Art, man schießt auseinander wie so ein Mutant. Ne? Auf einmal alle Glieder werden lang, aber das Glied bleibt kurz. Und die Herausforderung als junger Schwimmschüler war es immer, unten im Zentralbad Gelsenkirchen, in den Spind gedrückt, die Speedo-Badehose, die Mutter zu klein gekauft hatte, so anzuziehen, dass die Mitschüler den Mikropimmel nicht sehen konnten, den man in diesem Alter nun mal noch hat. Und jeder hier hatte diesen einen Jungen in der Klasse. Bei uns hieß er Sören Bialek, der mit 14 Jahren schon so einen Rüssel in der Buchse hatte. Und durch die Umkleide lief und sagte, hier kommt Benjamin Blümchen. Töre! Ach, was schön. Man kann an den Gesichtsausdrücken der anwesenden Herren auf jeden Fall erkennen, wer auf keinen Fall Sören Bialek war. Christian. Und wir haben den gehasst, weil der konnte so cool in die Schwimmhalle rein. Wir alle nur, oh, die sieht man, mein Pimmel, ich hoffe, die sieht man. Und er, staying alive, staying alive, ah, ah, ah. Und dann kam man da rein, erinnert euch zurück, ihr kennt das Schwimmbad. Und jedes Schwimmbad in Deutschland sieht so aus, die sind alle gleich. Überall, wo Kinder schwimmen lernen, ist es so. Erstmal schön unter die Fußdusche, sich mit 70 Bar die Zehen abgetrennt. Dann nur auf den Stumpen, wie Reinhold Messner aus dem Himalaya. In das Schwimmbad rein. Das Schwimmbad immer gleich vom Fußboden bis zur Decke durchgekachelt. Das Ding sah immer aus, als wenn man Schweine drin zersägt hätte. Dann auf der linken Seite ein trauriges Nichtschwimmerbecken. 60 Grad warm, in dem nie ein Kind war, weil da drin die Bakterien Swingerpartys veranstalteten. Und auf der rechten Seite ein Becken für alle, 1 Grad warm. Und mit so viel Chlor drin, dass die türkischen Schüler blondiert wieder rausgestiegen sind. Und vor diesem Schwimmbad stand unsere Schwimmlehrerin, Frau Schmitz, ein recht burschikoses Wesen, wenn man so möchte, aber sehr, sehr reinlich und hygienisch. Wir nannten sie auch Chuck Norris mit Brüsten. Und sie trug immer eine hautenge Badekappe. Und ist ja klar, warum? Damit bloß kein Haar in die Gefahr kam, das schöne Badewasser zu verunreinigen. Aber 2 Etagen tiefer. Auf ein paar Terre. Da kam links und rechts die Frisur von Günther Netzer aus dem Badeanzug raus. Das Gestrüpp! Du hast immer nur darauf gewartet, dass gleich Gerd Delling reinkommt und ein Interview führen will. Viel Spaß dabei, das Bild heute Abend aus eurem Kopf zu kriegen. Und die war doch ziemlich burschikos und ziemlich anpackend. Die sagte dann was, was meine Jugend sehr mitgeprägt hat. Sie sagte, heute geht's um Fünfer springen lernen. Das kann man fürs Leben gebrauchen. Ich dachte, für wessen Leben denn? Spider-Man? Wann seid ihr das letzte Mal aus dem 3. Stock gesprungen? Das ist doch Quatsch.
brauchst du faktisch nie. Aber wir konnten uns ja nicht wehren. Das heißt, wir da hoch vor mir ein Mitschüler, der das unvorteilhafte Schicksal hatte, wie das Stunt-Double von E.T. auszusehen. Moritz Piepenkötter, 1 Meter groß, 6 Kilogramm schwer, vorne eine fesche rote Strähne in den blonden Pony gefärbt. Man dachte sofort, wenn man ihn sah, der blutet aus dem Kopf. Und das war ein netter Junge, aber nicht so richtig helle in der Kerze. Und als wir da hochkletterten, er vorne vor mir weg, dreht er sich zu mir um, guckt mich an und sagt allen Ernstes: Basti, wie hoch ist denn der Fünfer? Da wusste ich, der blutet aus dem Kopf. Und dann standen wir da oben. Vor mir Moritz Piepenkötter, hinter mir Chuck Norris mit Brüsten. Und Moritz hatte die Buchse aber gestrichen voll. Der machte immer wie so ein Delfin. Und dann schritt meine Schwimmlehrerin an mir vorbei, diese verhinderte Waldorfpädagogin, und legte ihre Hand auf Moritz' Schulter, um ihn mit positiver Energie aufzuladen. Mit positiven Ionen. Und dann sagte sie: Guten Flug. Moritz durchschlug auf dem Weg nach unten fast die Schallmauer, kam auf eine glatten Wasseroberfläche auf, tat nicht weh, der wog ja nix, tauchte unter. Und kurz bevor Moritz wieder auftauchen konnte, tauchte der Köttel auf, den er vor Angst ins Wasser geschissen hatte. Ein kapitales Snickers. Ich wollte Sören Bialek schon so: Komm, hol mir den Rüssel raus. Auf der rechten Bahn sah man nur die Seniorenköpfe abtauchen. Und jetzt hatte ich Schiss. Weil ich war der Nächste, der in chlorierten Latte Macchiato springen sollte. Ich guckte so runter und überlegte, wie ich irgendwie am Snickers vorbeisegeln könnte. Und ich zögerte. Und weil ich zögerte, spürte ich plötzlich die Hand meiner Schwimmlehrerin auf der Schulter. Und ich spürte Günther Netzer in meinem Nacken. Und was sagt Frau Schmitz zu mir? Bielendorfer, von dir will ich einen Körper sehen. Dankeschön.